Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Garry's Mod Horror Maps. Es ist lange her, dass wir mal wieder eine Horror Map gezockt haben. Und so wie diese Map schon aufgebaut ist, wird das richtig hammer geil. Also, es macht richtig Bock schon das Menü zu sehen. Zum Beispiel kann ich auf Q nicht in das Sandbox-Menü rein, sondern bin hier im separaten Menü. Ich habe jetzt momentan das Feuerzeug. So, ja, willkommen auf dieser Map. Ich soll mir ein paar Minuten Zeit nehmen, um die Monitore zu lesen. Ich soll mich mit den neuen Sachen vertraut machen, die sie hier eingebaut haben. Der Leiter, also das Feuerzeug. Mein Feuerzeug ist die einzige Lichtquelle, die ich mit mir habe. Press Maus 1, also Maus 1 drücken. Okay. Also ich kann die auch ein- und ausstecken. Gut, das habe ich schon gemerkt. Oh, sieht aber gut aus, wirklich. Candles, Secondary Light. Kann ich die anzünden? Moment, also Kerzen, dein Feuerzeug ist eine Lichtquelle. Warte mal, ich lese mal gerade durch. If you find any candles, wenn du Kerzen findest, kannst du das leicht vor allem Licht anmachen. You can light them by taking out your lighter. Also du kannst sie anmachen, wenn du man kann die Kerzen anzünden, okay. Auch so, you can extend them by pressing your use. Okay. Und die kann man auch wieder ausmachen. Sehr schön. Türen. Oh, was? Genau, Lodik. Das ist ja wie Amnesia. Wir fragen mich nur noch, wo die bösen Fässer sind. So, Items. You can pick up important items. Okay. Ich kann Sachen aufheben, mit denen ich Use drücke. Inventory. So, dann komme ich hier rein und habe einen Tutorial Key. Cool. Item usen. To unlock the store. Also ich kann hier den Schlüssel dann benutzen. Use. Perfekt. Wie geil ist das denn bitte? Also ich glaube, bei dieser Map werde ich mich noch ein bisschen länger aufhalten. Gut. Hier haben wir einen Generator oder so. Find the crank in this room and use it to the generator. Was ist denn ein Crank? Ist das so was wie eine Kurbel? Tatsächlich. So, dann gehen wir hier hin. Gehen auf die Kurbel und benutzen die. Perfekt. Ich habe das Gefühl, das wird noch ein bisschen dunkel sein, ne? Oh. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja, übrigens, ich benutze ein neues Mikrofon für die, die es noch nicht gewusst haben. Ich denke, das müsste aber jedem mittlerweile aufgefallen sein. Ich habe Angst. Ist das wie bei Amnesia hier? Fuck you. Sag mal, mein Freund hier, was soll denn der Scheiß jetzt? Ich kann überall reingehen, was? Die ist ja mal richtig geil gemacht, die Map. Ich hoffe, die Spielzeit beträgt nicht unendlich viele tausend Stunden. Ich möchte das alles an ein Stück aufnehmen. Und die Map soll erstmal für die Garry's Mod ein bisschen weichen. Huch. Nun ja. Die Map wird aufgenommen. Im Ausgleich wird erstmal kein Garry's Mod normal kommen, weil das ist ja Garry's Mod hier. Ja. Betten, die kann ich auch rein. Ich kann überall rein. Wie geil ist das denn bitte? Ich hoffe, hier kommen nicht gleich noch Amnesia-Monster. Ich gehe mal nach ganz oben und dann schaue ich mich mal oben um. Mal gucken. Now loading. Sehr nice gemacht, die Map. Ja, ich glaube, hier oben bin ich schon mal gar nicht so falsch. Oh oh. 301 ist abgeschlossen, okay. Verdammt, ich habe jetzt schon. Oh oh. Okay, hier möchte ich nicht sein. Die Tür ist zugenagelt.
Einfach nur stirb einfach. Okay. Ich will mich nicht umdrehen. Raus hier. Also Leute, wenn ihr gleich zufällig hört, wie irgendwas ganz laut wie irgendwas ganz Lautes umfällt, dann war ich das. Alter, ist das gut gemacht. Ich gehe mal im zweiten Stock rein. Oh, juckt. Oh, juckt. Huch. So, oh, juckt nicht mehr. Oh, schön. Die neue Kopfhörer. Hier ist irgendwas. Ich höre was. Okay. Ich hoffe, mir bricht nicht gleich der Boden ein. 201. Gehen wir mal rein. Ich hoffe, hier kriege ich auch mal Waffen oder so. Nicht, dass ich hier wie bei Amnesia wirklich hoffnungslos verloren bin. Nun ja, da ist es ziemlich dunkel in der Ecke. Was zum Teufel? Machen wir mal lieber das Licht an. Der Feuerzeug ist nicht gerade hell, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, ich habe nicht so ein Feuerzeug, was 20 Stunden brennt. Was zum Teufel? Ja, wer hat das hier getan? Oh nein, oh nein, oh nein, ich sehe schon, kommt gleich ganz Böses, ey. Blaue Flammen, auch mal interessant. Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Ne, das Licht bleibt an. Das Licht ist ausgegangen, wo ich den Schlüssel aufgehoben habe. Achso, ich kann das mit E auch. Okay. Gut, dann hat sich das erledigt. Kann ich hier noch hinter irgendwas gucken? Ah, hier ist nichts. Ich habe jetzt einen Schlüssel gefunden. Mal schauen, wofür ist der denn? K2 Room 104. Okay. Interessant. Hört ihr das? Da war doch schon wieder dieses Geräusch, ne? Ach ja, die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Oh. Ich darf nicht auf dem Fenster gucken, dann sehe ich noch weniger. Now loading. Also ich kann einfach nur sagen, da ist echt gut gemacht, die Map. Also sollen wir erstmal in 104 gehen oder sollen wir uns nochmal ein bisschen umschauen? Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal um, ne? 200 war das jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Was zum Teufel ist das denn hier? Soldaten, einer von. So ein Dingsoldat. Ich will jetzt. Was? Die? Irgendwie sowas. Hier ist noch so ein paar Böder. Nehmen wir mal Feuerzeug ruhig wieder auf. Ja. Machen wir mal ein bisschen Licht an. Huch, warum ist denn die Wand so schwarz? Also. Da ist sowas hinter, ne? Das ist nur Holz. Vielleicht kann man die irgendwann mal einbrechen. Wir bräuchten auf jeden Fall erstmal eine Brechstange oder so was. Die Map ist blind, ja. 202 waren wir, okay. Was? Get fuck off. Ach, get fucked. Och nee, Leute, ich möchte nicht. Ich bin auch nur ein kleiner Junge. Die Tür ist abgeschlossen. Second Stair. Zweite. Ach, hier gibt es noch eine zweite Treppe. Oh Gott. 204. Geht auf. Gut. So. Das Fahrzeug ist nicht wirklich hell, ne? Was auch immer hier passiert ist, Huch. Was ist das denn? Eine Rohrzunge? Die leuchtet, aber ich kann sie nicht aufheben. Wie kacke, scheiße. Ich hoffe, da ist jetzt nicht ein Bug oder so. Ah, ich hab sie. Gut. Pliers. A pair of pliers pretty handy for. Komm her. Leute, ist gerade irgendwas kaputt gegangen. Ich sag's euch. So, schnell Licht anmachen. Alter, ey, die Atmosphäre ist einfach geil. Da hat sich der eine wohl die neuen Skelettompüllen genommen. Hab ich mich erschrocken, als er auf einmal geknallt hat. Nun gut, gehen wir im ersten Stockwerk. Ihr wollt einen Raum 104 besuchen. Now loading. Sehr schön, dann lode mal.
Hatte eigentlich einen guten Instinkt, indem ich gesagt habe, erstmal nach oben, ne? Huch. So, jetzt sind wir unten. Schauen wir uns mal um. 104 hieß es. Wir fangen mal am Anfang an, ne? Würde ich sagen. Secondary Light. So. 101 wird geöffnet. Das mit den Ladebildschirmen finde ich auch nett. Was ist das denn hier? Eine Lampe, okay. Hier steht ein leerer Generator. Ah, hier steht ein Fass. Vielleicht brauchen wir dafür das Generatorteil. Okay, hier ist auch nichts mehr. Alter, ich höre die ganze Zeit Geräusche. Ich bin nur Paranoia, ey. Geht ja gar nicht klar hier. So. Ja, ich schätze, dann wird hinterher das Tor da geöffnet. Aber wir haben ja den Schlüssel für 104. Ich schätze, die Map wird ein bisschen länger. Was zum Teufel? Gut. Huch, was ist das denn? Achso. Ich frage mich echt, okay, hier ist zu. Da ist, zum Teufel, was ist das denn? Der Schrei, okay. Aber nur ein bisschen abgeändert. Gut. Charas, was? I hear a sound, okay. It's in my skull. My insides hurt. Okay, Skull ist Schädel, also die oder der hört einen Sound. Also ein Geräusch im Kopf und das Innere tut weh. Was zum Teufel? Huch! Irgendwas ist passiert, als ich das Bild angeklickt habe. Guck mal anklicken. Ne, ich glaube, ich täusche mich nur. Okay. Dann gehen wir mal einen Raum weiter, würde ich sagen. Ich habe eine lustige Idee. Wenn ich jetzt dadurch nicht Dämonen raufbeschworen habe, dann weiß ich auch nicht. Second Stair. Die ist abgeschlossen, die Tür. So, hier haben wir 104. Hier steht ein. Ist aber noch Tag. Ah, genau. Jetzt muss ich den Schlüssel benutzen, ne? This was in the bedroom of woman. It spent the diploma, but I don't really know why. So. Tür aufgeschlossen und dann gehen wir mal durch. Oh, da hängt einer. Ja, Leute, und wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Garry's Mod Horror Maps. Hoffe, ihr seid da mit dabei. Bis dahin, Leute, macht's gut und ciao!